So, und da sind wir auch wieder. Willkommen zurück zu Borderlands 2. Wir haben mal ein etwas anderes Auto mit gewissen Vorzügen. Kann das nur so schlecht erkennen, aber. Ich glaube, das soll sogar Lilith darstellen. Ja, das kann schon sein. Ich meine, wer würde da mal nicht die Bademode-Version sehen wollen, ne? Hat bestimmt jemand ihre iClouds-Konto gehackt. Ach ja. Herrlich. So. Und ich merke gerade, wir hätten gar nicht fahren müssen. Naja. Hinterher ist man immer schlauer. Ach komm, das Auto war's wert. Ja, genau. Und immerhin die paar Meter war's wert. So, angekommen, 1000 Cuts. Ist Englisch für 400 Schnitte. Control Core Angel is at the top of that mountain. That's where the Vault Key is being held. The Slab King is up here. Hier wahrscheinlich eindeutig auf die Landschaft beziehen soll. Hopefully. Ja, ich denke auch. Und da hinten im Hintergrund sieht man das Partikelfeld, durch das wir noch nicht durchkommen, wofür wir das Claptrap-Upgrade brauchten. Aber ganz da oben ist Control Core Angel. Da wollen wir hin. Ja. Du bist gerade rausgeflogen. Oh, ja. Bei mir lädt's noch. Gut, ja. Wir setzen hier mal wieder einen Schnitt. Bis gleich. Und da sind wir dann auch wieder. Ha. Ich mache keine tollen Übergänge, ich schneide einfach hinten dran. Ja. Ja, wie gesagt, keine Aufnahme ohne Fails oder irgendwelche technischen Probleme. Wobei es sich ja immer noch halbwegs einfach lösen lässt, also von daher. Ja. Was mich halt gewundert ist, dass es scheinbar, also bevor wir aufgenommen haben, als wir halt den ersten Durchlauf hatten, ist es so gut wie nie passiert, dass so extrem rausgeflogen sind und so. Liegt denn die Story? Ja, aber echt. Intruder, huh? Sounds like our period's in another assassin. Alright, boys! Fight like badasses or die like bitches! You have to fight through the slabs to reach the king. Be careful. Okay. Ich wähle mal die andere Quest auf, die für Scooter. Jo. Die Sachen sind ja zum Teil hier sehr in der Nähe. Und ich glaube, ich wechsle meine Slag Sniper für, ach nee, ich wechsle meine Shotgun für die Säure Sniper. Denn wir haben ja auch hier wieder Hubschrauber. So, jetzt darfst du, sorry. Ach, nö, überhaupt nicht. Nee, was ich noch erwähnen wollte, weil bevor ich rausgeflogen wurde, hatten wir ja gerade das Thema, dass das 1000 Cuts, also 1000 Schnitte, ja wahrscheinlich von der Landschaft kommt, die hier so zerklüftet ist. Und ich durchaus auch gern, also mir auch diese Art von Landschaft auch sehr gut gefällt und ich da auch gerne mal nach Finnland oder so würde, um diese ganzen Fjorde mir anzugucken, weil ich das finde auch, dass das eine sehr schöne Landschaft ist. Ja. Also Finnland kann ich nur empfehlen, ist sehr schön. Fjorde hast du natürlich eher in Norwegen, aber... Gut, erstes Wie Bild. Is that a bandit spooning with the robot? That is some artsy fartsy bullcrap, my friend. Chicks love that! That's going in the poem. Robots and sexy stuff. Fjorde hast du ja doch eher in Norwegen viel als in Finnland. Ah, okay. Dafür ist es ja quasi bekannt. Ich dachte mir, dass wir erst hier unten die beiden Punkte für Scooter ablaufen, dann müssen wir da nicht irgendwie nochmal zurück oder so. Findest du da was oder ist da nur... Nee, ist da nur ein Radio, wo du ein Center... Okay, ah ja, hier gibt's ja noch eine sehr lustige Nebenquest. Genau. Nee, hier gibt's nichts. Ich guck mal. Also entweder sterbe ich jetzt oder ich schaffe es. Ah, ich hab's geschafft. Ja, entweder du stirbst oder du stirbst nicht. Das sind so... Ach, das sind Aussagen, ne? Ja. Du sollst Fußballer werden.
Die bringen auch so Sprüche. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Ja, so ungefähr. Na, also ich meine, es ist natürlich auch irgendwo unfair, wenn jetzt jemand gerade mal 90 Minuten über den Platz gerannt ist, dem dann ein Mikro unter die Nase zu halten und zu erwarten, dass der irgendeinen sinnvollen Satz rausbringt. Ich grüße meine Eltern, meine Großeltern und meine Mama und meinen Papa. Ja, so ungefähr. Oh, a lone flower surrounded by blood and stuff. I maybe could turn that into a symbol of like flowers or birds or I got it. Gut. Hier in dem Gebiet war, glaube ich, die Geschichte von Salvador, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich glaube, die sind in dem Banditenlager auch versteckt. Ja, die sind dann weiter da. Sieht nur gerade so interessant hier unten aus, aber Instant Kill. Ich glaube auch. Weil, ist ja nicht mal auf der Karte und... Naja. Genau, und hier ist die Todeswand. Also das rote leuchtende. Ja, ich zoome immer schon ran, damit man es gut sieht. Du kannst ja mal demonstrieren, was passiert, wenn man durchläuft. Ja. Nein, tu es nicht. Es ist eine Todeswand. Wir wissen genau, was eine Todeswand tut. Wie so eine Motte. Oder hier die, kennst du, was in Amerika ziemlich häufig ist, diese Lampen, die dann die Fliegen anlocken sollen und verputzen soll. Mhm. Das tun eigentlich alle Lampen. Ja, aber da gibt's doch speziell direkt welche, oder? Die so übelst stark sind. Wo es dann richtig so... Ja, die sind, ich glaube, das Spezielle an denen ist nicht unbedingt, dass sie besonders stark sind, sondern ich glaube, ein Hauptpunkt ist, dass sie vom Design her so sind. Zum einen sind sie sehr wetterbeständig und können draußen aufgehängt werden, und zum anderen sind sie halt so, dass man, Oh, du bist gestorben? Ja, ich bin aus Versehen runtergefallen. Ich wollte wieder etwas abseits des Weges laufen, was ich hätte nicht machen sollen. Und die haben noch irgendwie so Auffangbecken drunter, dass das Zeug nicht alles tot auf dem Boden liegt. Hm. Ich weiß gar nicht, ob die Glühbirnen an sich so speziell sind. Vielleicht aber auch das, ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind in Deutschland verboten, kann das sein? Habe ich sowas noch nie groß in Deutschland gesehen, irgendwo? Es könnte auch einfach sein, dass es weniger Bedarf dafür ist, weil die Insekten, die man hier so findet, halt nicht ganz so groß, nicht ganz so viele und nicht ganz so nervig sind. Also. Na gut, ja, das. Das ist wiederum was, was in Finnland nicht so schön ist. Die Mengen an Mücken sind da echt. Gibt's dort nicht sogar diese krassere Version von Mücken? Also. Oh. Wie hießen die denn? Fireflies waren ja Glühwürmchen. Genau. Aber die hier, die hatten auch irgendwie so ganz komischen Namen. Also die nicht direkt stechen, sondern die beißen und dann aufstechen. Okay. Aber vielleicht verwechsel ich das auch. Ich hätte nur mal von jemandem gehört. Die waren in Australien und haben dort gearbeitet und haben halt dort auch Leute aus Finnland und Schweden getroffen, und die haben halt auch gesagt, dass die halt diese Insekten besser kennen. Oder zumindest ähnliche. Weil dann Australien, wo auch solche Art aggressiven Mücken sein sollen, die halt auch so groß sind, ungefähr wie Garken. Damit und meinst du Schnaken? Ja. Garken. Ich glaube, das ist was anderes. Ja, ich glaube, da habe ich ein bisschen was durcheinander gehaut. Ja, genau, Schnaken. Ich kenne das Wort einfach nicht, deswegen, also ich meine, das wird bei uns nicht genutzt. Nee, kann ja sein, dass ich da irgendwie außer anderem Zusammenhang was verwechselt habe. Wäre ja nicht das erste Mal. Und genau, die da halt auch so aggressiv sein sollen, weil die halt nicht wirklich mit der Nadel stechen, sondern halt wirklich eher beißen und dann halb aufrufen. Und hier habe ich schon was erste. No problem. Not quite. They were unable to secure the village. Only one member of the occupation force made it back alive. He has two broken legs, he lost an arm, and sunstroke seems to have driven him completely insane. A
Wunderbar. Das Ding habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Das habe ich beim letzten Mal übersehen. Jetzt kommen hier noch die gepanzerten Psychos. So. Spinnen unterwegs. Na, wunderbar. Sehr schön. Danke, aber trotzdem. So, jetzt dieser blöde Hubschrauber. Hier, und falls du deinen Zuschauern zeigen möchtest, ich hab's hier gefunden. Warte. Wo hier? Ja. Lag hier hinten noch. Der einen Tonne. Ah, okay. Wunderbar. Ah, jemand schießt Raketen auf mich. Das ist eindeutig verboten in der Genfer Konvention. So, jetzt komm, schönen Anflug. Danke. Weil wir ja auch vorhin nochmal das Thema hatten wegen YouTubern und wegen Verstellen, weil ja Arbeit und Leben dahinter steht. Was ja für uns erst vorhin war und für euch wird es ja wahrscheinlich erst vor ein paar Tagen gewesen sein oder ein, zwei, drei Tagen. Was ich auch ja noch ein gutes Beispiel oder halt ein passendes Beispiel finde, ist ja... Oh, die Pornohefte. Dass zum Beispiel ich das auch bei den Rocket Beans kenne, also sozusagen den Leuten von Game One, die halt auch ihren YouTube-Kanal machen. Warte nochmal kurz. Ich weiß nicht, ob ein Dialog kommt, wenn ich es aufhebe. Woo-wee! I got the nudie bags! Worst case scenario! I still got some to pass the time! So, jetzt weiter. genau, und die ja mehr oder weniger auch nicht so erfolgreich sein sollten, wie man es glauben mag, da ja Game One schon einer relativ großen Fangemeinde hat, aber sie halt ziemlich unkonventionelle Formate auf YouTube immer noch beibehalten. Also man merkt halt auch, Rocket Beans, das ist ja dann sozusagen ihr Herzensprojekt, also die verstellen sich da auch nicht und dann machen die dann halt auch mal eine Runde, wo sie eine Stunde lang über ein Thema reden und das ist ja teilweise schwierig, sowas auf YouTube erfolgreich umzusetzen, weil die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Zuschauern, die dann das Video bewerten, hört nach den ersten 5 Minuten auf. Deswegen sind ja auch die meisten Videos von diesen ganzen Vloggern oder sowas nur 5 Minuten oder höchstens 8 Minuten lang. Jo, ja, ne, durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von irgendwie, was, 55 Sekunden oder so bei meinem durchschnittlichen 16-Jährigen. Ich meine, es wäre unter einer Minute gewesen. So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber und machen das letzte Bild für Scooter, denke ich. Jo. Es gibt übrigens, wenn du die Grabsteine kaputt machst, wenn du alle kaputt machst, gibt es einen Badass-Ding dafür. Oh. Ich weiß nur nicht mehr, wo alle sind. Hast du das Bild schon gemacht? Nein. Well, boy, that bandit hung himself from his own tombstone. It's dark, it's depressing, I don't understand what I'm talking about. It's perfect! Putting that in the poem! Alright, my poem is done, completed and stuff. Get back here and I will not read it to you. Gut, dann... Gehst du da die Treppe noch runter? Ja. Ich weiß nicht, ob hier unten noch so ein Ding war, also so ein Aufnahmegerät, aber jedenfalls noch ein bisschen Gegner, wenn ich mich recht entsinne. Hier geht's ja dann für uns auch zu Terramorphos. Zu wem? Terramorphos. Ah, okay. Yes! Yes! Hey, help! Ja, die ganzen Raid-Bosse habe ich quasi, zumindest die meisten davon, noch nicht gemacht. Ah, der dürfte zumindest jedem bekannt sein, weil der halt auch schon im normalen Hauptspiel
vorkam und ja. Kostet auch wieder viel Iridium als Eintritt, ne? Ja, genau. Wie gesagt, Iridium spielt schon fast keine Rolle mehr für uns. Aber noch fast. Nee, das ist nichts. Ich denke immer, diese Tonbandaufnahmen sind an den unmöglichsten Orten versteckt. Und manchmal sind sie eigentlich voll offensichtlich. So. Da kommt dann irgendwie... Wie genau macht man das? Ich habe es noch einmal gemacht, genau. Da legt man dann Iridium auf und da geht dann okay. Im Endeffekt das Tor auf. Weil ich sehe keine Möglichkeit, Iridium hinzulegen. Nee, das kommt erst, wenn du die Mission machen kannst. Ah, okay. Das ist die von Tennis. Die man schon im ersten Durchspiellauf bekommt und die heißt unmöglich. Das schaffst du nicht. Weil die Mission natürlich für Level 50 ist und man ja, wenn man das Spiel das erste Mal durchspielt, so im Schnitt Level 34 bis 36 ist und da natürlich nicht mal im Ansatz eine Chance hat. Ja, stimmt, genau, ich erinnere mich. Genau, und da muss man dann hierher. Also ich weiß von einem oder zwei von diesen Tonbändern noch, wo sie sind. Also das eins ist auf jeden Fall dort geradeaus. Ja, dort auf dem Schiff. Pain bastards had to come after me. You just had to kill Dusty. You wanna treat me like a bandit? That's exactly what I'm gonna be. Oops. Ich glaube, einer ist noch dann unter der Brücke versteckt und einer ist da drüben irgendwo in dem Gebäude. Wir werden ja sehen, sonst wir kommen, glaube ich, eh nochmal in das Gebiet. Spätestens für die Hauptquest dann. Wir können dann ja nochmal gucken, vielleicht informieren wir uns bis dahin nochmal. Ich meine, wir sind jetzt nicht welche, die jetzt alles unbedingt aufdecken wollen, aber das ist ja ein bisschen Hintergrundstory und von daher... Ich finde die auch ziemlich lustig. Es ist halt nochmal, man erfährt dadurch, wie die spielbaren Charaktere aus diesem Spiel quasi nach Pandora gekommen sind oder zu Vault Huntern wurden. Weil das ist... Kein Beruf, den man sich unbedingt aussucht. Ja, also vor allen Dingen die Rentenpläne und Krankenversicherung sind lächerlich schlecht. Oh, ein super badass Midget. Oh, hey, ein Loot-Goon. Achso, sind wir, warte. Aber wir können es ja zumindest mal versuchen. Ich weiß nicht, wie viele wirklich noch spawnt, aber... Also bis jetzt räumt er gut auf. Jetzt ist er schon eine Badass-Schurken. Renn weg! Ja, einfach noch senkrecht nach oben gesprungen ist, hatte ich. So, nächstes Level up. Ich glaube, wir ziehen es einfach ein bisschen zurück. Lalalalalala. Und lassen ihn erstmal arbeiten. Ich fürchte, das war's jetzt nur. Wir können, ja, ich denke, wir werden doch schon mal. Dusty was just a puppy. Almost as nice as my first dog. You let your boss know I'm gonna do to him exactly what he did to her. Except Snow One. Murdering you. What do you mean they ain't from Hyperion? Oh, must be a new recruit. All right, boys, let's put him through the ringer. Oh yeah.
the Slab King won't talk to you unless you join his guild. So just survive whatever initiation he's got planned for you, and then get home. Jetzt ist er schon Ultimate Badass. Ich glaube, ein Level kann er noch kriegen. La 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 la. Ich versuche mich da wieder mal um die Helikopter zu kümmern, falls ich die mal sehe. Ja, ich ebenso. Okay, ich komme hier gerade zwischen zwei Badass, das gefällt mir ganz und gar nicht. Komm hier hin raus. Okay. Oder ein Helikopter? Krieg ich den? Nee. Ja, vermutlich nicht, warte. Danke. Ich bin da, ich bin da. Adela. Er lebt aber noch, unser Goliath, ne? Ich glaube zumindest. Zumindest hat er gerade den Zwischenbett, der ist ganz schön verklopft. Ich sehe jetzt keinen roten Punkt mehr für ihn auf der Karte. Ich glaube, der ist irgendwo runtergefallen oder so. Oder hat sich hier von den Goliaths umhauen lassen. Ja. So. Sieht man denn, wo er gestorben ist? Ja, aber unmöglich, da irgendwas einzusammeln. Ach, verdammt. Also bei mir schwebt er zumindest neben der Brücke in der Luft, also von daher. Badass. Hubschrauber. Da. We've got some satellite footage from Ovejas taken shortly before our occupation force arrived. Play it. Kill him! I want to hear his next snap! Salvador. For the murders of the men known as Blunt Crack, Craw, Friday, and Spitstain, you will now be hanged by the neck until dead. Have you last words in your defense? They were bandits! They tried to kill me, Abuela! Yes, yes, yes. You have attempted to convince your fellow villagers of this many times. Anything else to say regarding the murder of these men? Oh, it was fun! Also dieser Badass-Hubschrauber hält einiges aus. Gut. Hast du ihn abgeschossen? Ich weiß nicht. Er scheint irgendwo abgestürzt zu sein. Ich höre ihn jedenfalls nicht mehr. Ich habe aber eigentlich das Gefühl, dass der vielleicht eigentlich noch zwei Drittel seines Lebens übrig hatte. Mhm. Ah, okay. Also, kein Plan, warum und wieso und überhaupt. So, ich glaube... Na, er lebt doch noch. Er ist ein anderer. Ach, verwirrend alles. So, nur ein normaler, kein Badass. Ja, da dürfte es auch kein Problem darstellen. Sehr schön. So, ich glaube, hier irgendwo unter der Brücke war noch ein Tonband. Ah, okay. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Guck hier nochmal kurz ab. Oh. Vielleicht doch nur eine Kiste oder sowas. Ne, hier ist eins. Warte, ich heb's mal gerade auf. Come again. Killing those men was fun? Killing bad guys is always fun! What the hell?
Who are those men? Attention, bandits! Your town is now property of the Hyperion Corporation. Vacate the premises or we will open fire. Hyperion? Who's Hyperion? This must be some mistake. Sirs, I think you've come to the wrong town. You are. Everybody, get down! Now! Okay. Okay. Hat der Motor jetzt angefangen zu schießen oder die Gegner? Nee, das waren, glaube ich, die Hyperion-Leute, die den diesen Richter erschossen haben. Okay. So, wir machen hier aber einen kleinen Schnitt und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal.